Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bei guten den Feed the Beast Nachrichten. Anonymen Feed the Biestern. Bei den anonymen Biestern. Ja. Ah, ja. Willkommen zurück zu Feed the Beast Unleashed. Ich durfte kaum was sagen. Oh, du armes Würstchen. Und wir sind nicht mehr im Neta. Ja, wir haben es sogar auf Camera noch erfolgreich geschafft, nach Hause zu kommen, ohne zu sterben. Nein, wir haben den Neta mit Grasblöcken eingedeckt, dass man jetzt denkt, das wäre unsere normale Welt. Ach so, okay. Mhm. Und wie hast du das alles so hell bekommen hier? Anstrich. Nein, das ist Wolle. Ach so. Ah. Und oben die Sonne bewegt sich auch nur durch Pistons. Das sind alles Glowstones. Das ist, ja. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee, oder? Viel Spaß. Wie viele Jahre hast du Zeit, sowas zu bauen? Ach, es dauert bestimmt nicht so lange. Ja gut, wir sind zurück in Feed the Beast. Wie gesagt, was haben wir denn heute vor? Erzählt mal vielleicht, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Ich habe echt nicht so einen Schimmer. Was wir jeden Tag machen. Wir wollten jedenfalls hier ein Extra Dimensional Upgrade machen, deswegen sind wir eigentlich in den Nether gegangen. Achso, stimmt, wir brauchten die Blaze-Dinger, ne? Rods, genau. Und dann würde ich sagen, setze ich vielleicht die Quarry um, damit wir da halt das auch sinnvoll gemacht haben. Also das Upgrade für die Chest oder für den Barrel. Und ja, also wir machen zuerst mal das Upgrade, oder hätte ich gesagt. Okay. Ja. Soll ich schon mal so einen Block brennen? Du kannst, nein, nicht irgendwo brennen. Das ist das Wichtige bei dem Block, weil wenn du den Block anbrennst, dann kommt da irgendein besonderes Feuer und das macht dann alles Gras in der Nähe kaputt. Okay. Das breitet sich dann so aus. Das heißt, ich sollte das in der Nähe von Picos Farm machen. Ja, genau. Alter. Schöner Flächenbrand. Nee, warte, pass auf. Ich habe schon viel bessere Idee. Ich würde mal gerne ein Enchantment Table bauen. Ja, mach. Ja, ich bin da schon drauf und dran. Hast du jetzt auch einen Eisenblock? Nee. Kannst du vielleicht Leitern machen? Oh, wofür? Jetzt wirst du gleich sehen. Willst du den da oben zum Leitern? Hier abgeschnitten von der Außenwelt. Dann mache ich halt Leitern. Damit auch ja nichts passiert. Huch. Nanu? Ich habe schon mal gesehen, wie sehr sich das verbreitet und es ist nicht schön, wenn sowas in der Welt passiert. Oh, schade. Das würde ich später nochmal machen, wenn wir irgendwo abgelegen sind. Okay. Am letzten Tag dann. Also morgen. Woher weißt du bald nur? Bald bei Folge 20, mein Gott. Scheiße. So, da. Gut. Was ist das hier? Ja. Wo willst du den Block hinhaben? Hier, da am besten gleich oder weiß nicht, irgendwo halt. Ja. Und man darf da auch daneben stehen oder tötet mich das? Das darfst du, glaube ich, sogar. Soll ich mal anzünden? Ja. Oder vielleicht brauchst du auch ein besonderes Feuer, ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Ah, doch. Oh, scheiße. Man braucht ein anderes Feuer, stimmt. Habe ich voll vergessen. Diamond Shard, glaube ich. Ich glaube, ein Diamond Shard braucht man dafür. Oder? Ich hoch. Weil du dumm bist. Ah, genau, wir brauchen einen Wrath Igniter. So heißt das Teil. Das heißt, wir bauen eine Diamond Shard und einen Nether Brick. Nether Brick, genau. Und für den Nether Brick, den macht man wie? Muss einfach nur Netherrack smelten, das ist ja easy going. Wie heißt das jetzt? Wrath Igniter, gell? Igniter. Aber nur, wie kriegen wir den Diamond Shard? Ah ja, das ist halt die Frage. Weil ich sehe jetzt nicht, ja, dass du den irgendwie craften könntest. Oh Mann, was für eine Mod war denn das? Man braucht nämlich irgendwie so ein Teil dafür, so ein Gerät. Der Gerät? Der so Gerät. Stampfer? So nee, ein und dann muss man da irgendwie ein Rezept reintun oder so aus Diamonds und dann kriegt man das raus. 9 davon. Okay. Ja, das heißt, wir haben das jetzt viel, viel zu früh gemacht. Jetzt haben wir da so einen ekelhaften Klotz in der Landschaft. Ja, ist chill. Na toll. Wrath Lamp vielleicht? Nee. Aus was für einem Mod ist denn das? Wrath. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wieso ist das Schwein hier draußen? Wer hat die Tür offen gelassen? Was? Wer geht denn da rein? Das ist dein Metier. Ich gehe doch nicht dahin, wo du schon hingekackt hast. Nein. Hey, weißt du, mit was Emma, die Schweine fressen? Emma, lass mein Kabel in Ruhe. Emma. Gibt's hier gerade Stress? Ja. Alter, geh mal nach Hause, Emma. Kater wollte auch schon das Mikro gerade abräumen. Aber ich konnte es gerade nochmal verhindern. Ich schaue gerade unter Mods nach. Wie der Mod denn ungefähr hieß, oder ob ich noch weiß, wie er heißt.
Sagt der Google nicht die Hilfe? Soul Shards, glaube ich, war es. Oh Mann, ich hasse das, wenn das so zugeht. Machen wir mal so. Add Soul Shards. Nee, Soul Shards war es auch nicht. Scheiße, was war denn das? Oh nein, wir kommen nicht voran. Alter, hier wachsen schon so viele Büsche. Hier ist Schnee. Mistcraft? Oh. Nee, oder? Warum liegt hier Schnee rum? Warum liegt hier Schnee rum? Ja. Factorization vielleicht? Ich weiß nicht. Also da. Da. So, was andere noch. Also, was habe ich gerade gesagt? Factorization. Factorization, genau. Das könnte es natürlich oder sein. Oder Soul Shards, eins von beiden. Ja, Factorization habe ich gerade schon geschaut, da ist es nicht. Aus Factorization ist es. Jetzt müssen wir noch jedes suchen, was wir dafür brauchen. Hast du gerade gesagt, das ist nicht da drin und dann hast du jetzt gesagt, es ist doch da drin? Nein, in Soul Shards ist es nicht drin. Achso. Ich dachte, du bist ja selbst nicht einig. Craft Packet? Achso, das ist zu dunkel. Verdammt. Ja, das, man merkt dann auch immer, wie richtig gut vorbereitet wir sind. Ja, schon, gell. Weil wir, das passt dann schon alles zusammen. Merkt man auch, dass wir das hauptberuflich machen und uns jeden Tag darauf vorbereiten können, weil wir auch sonst nichts anderes zu tun haben. Hä, Arbeit? Ja, gut. Student. Kennst du was schon vielleicht? Furnace Heater, Grinder, Mixer, Crystallizer. Irgendwie gibt es keine Kühe mehr hier. Ich glaube, es war ein Craft Packet Maker. Okay. Glaube ich. Weißt du aber nicht, oder wie? Nee, weiß ich nicht mehr. Oder ein Packager? Craft Packet Stamper? Weiß nicht. Na gut, dann verlegen wir das vielleicht auf nächste Folge. Dann schaue ich auf Kamera nochmal kurz nach. Oder Pico könnte ja kurz nachschauen, der hat es eh nicht. Nichts in der Aufnahme. Ich suche gerade eine Kuh. Ach so. Für mein Enchantment Table, für die Bücherregale und so, weißt du? Ja, dann würde ich halt dann erst ins Gehege tun. Naja, klar. Hä? Natürlich. Oh, dann könntest du dir natürlich diese Magic Shears machen, damit kriegst du dann Leder, wenn du eine Kuh scherst. Da unterhalten wir uns nochmal, wenn ich die Kuh habe. Dann läuft nur noch so das fleischliche Überrest auf der Weide rum. Mhm. Weil ich hab die noch nicht. Irgendwie gibt's nur Schweine. Was? Bienenstöcke. Ja, was? Was gibt's? Schweine und Bienenstöcke. Mehr finde ich hier nicht. Wie diese Magic Shears. Und zwar gibt's nein, nicht? Shears? Hier sind die? Shears? Force Shears. Ah, Force Shears. Ja, genau. 2 Force Ingots kriegst du dann. Also, musst du haben dafür. Das haben wir ja easy. Soll ich dir helfen? Hast du das Safari-Netz noch? Das habe ich für das eine Schaf. Hast du selbst angeordnet, Raffi? Ich kann nicht genau daran erinnern. Ja. Kann man es irgendwie machen? Also, chill mal, ja? Man kann reusable machen. Mit 4 Enderpearls und ein Gastier. Das wäre natürlich auch cool. Haben wir so viele Enderperlen? Ich glaube nicht, ne? Nee. 4 Enderperlen, wie viel haben wir? Wir haben 2 Enderperlen. Aber Enderperlen kann man irgendwie machen, jetzt pass auf. Und zwar aus U-Matter und aus 4 Iron Ingots. Iron haben wir ja genug. Dann mache ich uns mal hier. Wo ist denn der Minium Stone eigentlich hin? Hat jemand von euch? Den hat es. Der liegt in irgendeiner Kiste. Ich glaube draußen in der Kiste. Ah, okay, da haben wir. Eine Gast, die haben wir auch gerade bekommen. Ah ja, perfekt. 2 sogar. Ich habe ja auch eine. Nice. So schaut's nämlich aus. Ein Tränchen hat er vergossen. Warum machen wir das eigentlich? Weil es so traurig ist. Was ist nochmal so traurig? Schlafen. Ja. Oh, genau. Muss ich schlafen? Enderman. Oh nein, ich komme. Ja, obwohl, wir können ja auf die Enderman warten, oder? Warte, kann ich den Enderman einfangen? Ich habe einen Enderman eingefangen. War, ach nö. Doch. Och, wofür nochmal, Raffi? Wofür? Das schöne Netz. Warte, schau, ich tue es mal hier in deine Farm rein. Den Enderman. Ja, schau. Leute, schlafen. Klopp. Schlafen. Alter, wie geil, ey. Gott, der guckt mich schon so böse an, ich gehe wieder lieber raus hier aus dem Gehege. Habt ihr den jetzt da... Achso, jetzt habt ihr ihn wieder freigelassen? Ne, ich lass den lieber. Der knurrt schon so, ey, lieber weg da.
Ich trau Enderman nicht. Nee. Traust du nicht? Gar nicht. Ey! Ey! So nicht! Sehr geil, sehr geil. Bisschen Abwechslung im Leben. Bist du nicht spontan oder was? Jetzt geh ins Bettchen. Ah. Ich schlafwandle, Mann. Ich konnte nicht mal sprechen. Ach Gott. Legt er sich in mein Bett, weißt du? Irgendwann muss ich das im Schlaf, ey. Kriegst du das Kissen über den Kopf. Weißt du, Raffi, bei mir sind keine Gummibezüge drauf. Da kannst du nicht einfach reinpinkeln. Ach so, okay. Ups. Jetzt rennt der Enderman hier rum mit einem Dörfelock in der Hand. Das war voll super, den einzufangen. Irgendwann klaut er einen Teil von der Quarry. Achso. Nee, das kann er nicht. Der kann keine gesetzten Blöcke nehmen, ne? Nicht? Nicht. Ich glaube nicht. Ja, Pico, du willst doch eine Kuh, oder? Ich will eine Kuh. Ja, ich suche auch mal kurz ein bisschen. Quarry. Was heißt? Also auf der rechten Seite war ich schon vom Haus aus. Und ich glaube, ich mache mir mal so einen Scoop für diese Bienenstöcke, weil ich habe schon ein paar gefunden. Was? Hast du was gesagt? Na, ich rede mit mir selbst. Achso, okay, dann. Weil ich pflanze gerade so ein bisschen diese Awberry-Büsche an. Die hat man noch gar nicht. Die Copper? Alle. Ich mache gerade so eine kleine Farm dafür. So nice. So vorne in der Nether-Höhle drin, also wo das Portal steht. Ist da auf der anderen Seite. Achso, okay. Ja, da wo die davor halt schon waren. Oh, hier sind Kühe hinten. Fünf, sechs Stück. Wo bist du? Ich bin... Dasselbe. Ich bin, wenn du vor der geilen Schildkröte stehst... Nach links natürlich. Also in Richtung Eisgebiet, aber dann so mehr auf der Seeseite. Also Westen. Ah, ich laufe dir entgegen, weißt du, das wird sonst nichts. Westen. Sag doch einfach Westen oder Osten. Ihr kommt nicht klar. Nach Westen. Ja, dann sag's halt gleich. Das Gute ist, ihr habt auch eine Minimap, aber generell wird immer gefragt, wo du bist einfach. Alter, ja, wo bist du, ey? Also bei der Farm bin ich jetzt. Bei der Farm? Bei deiner Farm? Ja, und da dann. Ich sehe dich nicht. Doch, jetzt. Ah, da, ja, da, da, da bist du. Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich Süden und nicht Westen, aber egal. Er ist schon so West, also... Süden. Ach komm, ey. Das ist eindeutig Süden. Ich habe eine WS-Schwäche. Ich habe eine Ost-West-Schwäche, genau. Ja, das gibt's noch gar nicht, oder? So eine... Weißt du, was gibt's auch nicht? Richtungsschwäche oder sowas? Doch, das hat meine Mutter. Was, warum hast du die Kuh kaputt? Ja, weil hier noch mehr sind. Hier, meine Kuh. Hab ich sie angefangen? Ja, hab ich sogar. Ja. Oh, ich hab Kupfer! Ich hab Kupfer! Du hast Kupfer! Ja, Mann. Nice. Wir sind reich. Wir sind echt reich. Weil wir haben nämlich vorhin mal geguckt, was wir so machen können generell und wir haben gemerkt, es mangelt eigentlich immer am Kupfer. Ja. Bei allem. Bei allem. Allem, allem. Allem, allem, allem. Balim, balim. Ich komme. Ich hab deine Kuh dabei. Sehr gut. Er kommt mit der Kuh. Ja, ich komm mit der Kuh. Zusammen. Ja, naja, Hauptsache gleichzeitig. Ne? Im Duo, ey. Loch ist Loch, oder wie war das? Ich sauf mich jetzt hier irgendwo. Wo ist hier Wasser? Sehe ich auf meiner Höhe. Was ist denn das? Buddel ich mich hier gerade gleich raus? Da hier hast du deine Kuh, Pico. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich komme. Ja, ja, ja. Ich töte noch kurz die anderen. Du Monster. Ich habe jetzt 12 Leder. Kann man da was anfangen? Das Leder dann in dieses Ding hier ist da ein kleiner, hier ist ein kleiner Enderman. Ich hab ein bisschen Schiss. Ein Endertod? So ein kleiner Enderman. Endertod. Heißen die nicht Angry Enderman oder so? Hier ist ein Endertod. Ja, ich will nicht angucken, um das herauszufinden. Du darfst ja auch die Beine angucken, ist ja egal. Der hat aber keine Beine, der ist so klein. Der hat keine Beine. Wie süß. So, Pico, jetzt pass auf, ich share jetzt deine Kühe, okay? Ja, warte, ich stell mich mal hier. Hau rein. Okay. Wow, was ist mit der los? Die ist einmal so rot. Echt? Sieht man das? Nee, die ist braun bei mir. Also so halbrot. Ah, schau, Alter. Bisschen geil. Blut kommt schon durch. Das ist saucool. Wenn die was essen, dann kriegen sie sofort ihr Leder zurück. Natürlich, ist bei Schafen auch so. Geil. Bei Schavo? Ist doch bei Schavo, bei Shave-O auch so. Kann ich, warte, Schweine auch. Wie sieht denn die Kuh aus? Warte, bei Hühnchen geht's auch. Echt? Der kriegt da Federn. Geil. Schau das bei Schwein? Kannst du Schwein auch was scheren? Nee, Schwein geht nicht. Schafe Mist. Auch, aber da kriegt man nur eins raus, was ich bis jetzt gesehen habe. Schön. Aber die Kühe sehen nicht so gesund aus irgendwie, oder? Doch, doch, das geht schon. Doch, doch. Hey. Die brauchen nur eine Hautschicht.
meine, wir haben ja auch nur drei. Eine mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht aus. Brauchen wir jetzt dafür eine Spezialschere oder wie geht das? Ich habe die Magic Shears gemacht, ja. Ach so. Ach, dieser blöde Enderman, hau ab hier. Ich hab einen Wassereimer, perfekt. Nice. Komm her, Kleiner. Lern mal schwimmen. Was wollte ich jetzt machen? Hast du Weed zum Züchten? Natürlich. Ich hab im Haus sind, glaube ich, 40 oder so. Hier sind zwei. Was? Nee, oben. Oder unten? Alter. Ach, Weed. Oh, ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Warte, ich pack mal welche in die Truhe unten. Hä, ja, wo sind denn die? Unten in der Truhe. Nein, da eigentlich noch diese Enderperlen. Ah, da. Da, ich wollte eigentlich nur die Kühe züchten, aber. Ich sammle jetzt hier gerade. Ich töte den Enderman mit Wasser, deswegen. Der arme Enderman. Der geht auch nicht weg, das ist geil. Der steht hier rum und stirbt. Ich bin beliebt. Die mögen mich. Nur wegen den Herzen? Nein. Kann man die Kühe nicht züchten, oder was? Natürlich. Muss man denen was anderes zum Fressen geben? Oder müssen die vielleicht wieder... Nee, die brauchen schon Weed. Brauchen die wieder Leder. Die du geschoren hast, die vermehren sich bestimmt nie wieder. Vielleicht als du dich mit kastrierst. Nee, du hast die Eier mit abrasiert, wollte gerade sagen. Also ich würde danach nichts mehr zu fressen von dir annehmen. Warte, ich schlacht mal so ein paar Schweine ab, gell? Nein! Brauch noch mehr Körner. Na gut, mein 3. Okay. Oh, ein Schaf, eine Kuh hat wieder hier. Die arme Kuh. Jetzt komm her, Kuh. Mach nicht die ganze Zeit Mu jetzt hier. Du darfst jetzt hier gleich... Friss. Darfst jetzt hier gleich von hinten durchgenommen werden. Jetzt komm her. Leute. Lass doch mal den Dirt Talk sein, bitte. Ach, das geht wirklich nicht. Mann, du musst Leder haben. Was mit deiner Farm eigentlich, Pico? Dass du mal wieder ein bisschen Weizen hast hier. Naja, ich hab 11 Weed noch da. Achso, okay. Weil irgendwie wirkt das Viagra gerade nicht. Du musst schon die blauen Pillen nehmen, ne? Und nicht die gelben. Achso. Ich dachte, die mit dem Smiley drauf. Na, dann kriegt die Kuh erstmal gar keinen mehr hoch. Dann taumelt die nur durch die Gegend. Nein, das Viagra hat aufgehört zu wirken. Komm her. Weißt du, da will man die schon verkuppeln und dann wollen sie nicht. Nur weil er gerade keine Haut hat. Der feige Sack. Die Kühe sind auch echt unflexibel. Ja, nur weil er nichts anhat. Muss er sich nicht gleich schämen. Friss doch endlich Gras. Friss. Ja, das Huhn hat schon jetzt gerade. Da, hier. Kriegst du gleich wieder. Zack. Zack, zack, zack. Ich brauche noch ein zweites Huhn. Ich brauche ein Schild. Hier vorne ruckelt es jetzt doch so ein bisschen. Obwohl, jetzt geht's wieder. Aber irgendwie... waren gerade die Frames schlecht. Wir brauchen ein zweites Chicken. Pico, wenn du mal in die Animal-Kiste schaust im Haus, also in der Mitte, dann ist da das Safari-Netz drin. Vielleicht findest du ja noch ein Chicken. Ja, dann war auch noch eins. Ich hol's mal. Ja. Wir haben jetzt übrigens zwei Stacks Wolle. Nice. Für was auch immer wir das brauchen. Ja. Darum geht's nicht. Es geht nur ums Haben. Achso, okay. Genau, richtig. Das ist immer der Hauptantrieb. Ah, da ist sogar noch ein Busch. Noch mehr Büsche, ja. So, ich brauche jetzt nämlich eine Wolle und ein paar Sticks und dann mache ich mir einen Scoop, ja. Scooby-Doo. Where are you? Scooby-Doo. Und dann schaue ich mal, dass holst du jetzt hier die Dinger? Nein, mein Holz, geh weg, Raffi. Das ist mein Holz. Oh, Entschuldigung. Jetzt will mein Holz wiedergeben. Ich habe es aus Versehen weggeworfen. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Nein. Okay. Danke. Bitte. So, wo waren jetzt die ganzen Bienensachen? Also hier überall. Hinten, hier, warte, hier war es eins, genau, das hier. Muss ich das mit Rechtsklick machen, oder? Bestimmt. Oh, ich eigentlich alles mit Rechtsklick machen. Quatsch, Linksklick ist doch mal Abbau. Oder nicht? Ja, aber ich glaube, ich habe sogar schon mal mit Rechtsklick probiert. Da passiert ja nichts, wenn ich Rechtsklick mache. Ah, Linksklick, okay, Linksklick. Ja, Linksklick ist richtig, genau. Ich habe eine Mystical Princess bekommen. Princess. Wozu braucht man das? Da kannst du dann Bienen züchten und damit kannst du dann so Bäume crossbreeden. Okay. Da habe ich mich aber noch nicht richtig eingelesen. So, das Huhn ist da. Willkommen. Jo, willkommen in der Hut. Ah, hier ist. Nein, ist das Birch. Leute, werdet euch mal einig, ja? Das
Junge, Junge, Junge. Ha. Da war auch irgendwo noch eins. Oder war das wirklich nur ein Bösch, was ich gesehen habe? Au. Hier ist schon wieder so ein halber Baum. Zwei halbe Bäume. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hast du einen Chicken jetzt schon eingefangen eigentlich? Ja, es ist schon, es hat sogar schon ein Kind bekommen. Ist das denn? Ist ja süß. Ah, das ist cool. Wusstet ihr, wenn ihr Schilder auf den Boden klickt, wenn ihr wirklich drüber steht, dass ihr die dann an den Boden klebt? Ja, an die Decke geht's auch. Das hab ich ja noch nie gesehen vorher. Ja, das ist auch ein Mod. Jetzt will das aber nicht, oder was? Willst du mich verarschen hier? Die Kuh ist noch immer nicht. Jetzt, warum will die Kuh nichts fressen? Die Kuh ist heute ein bisschen wählerisch, glaube ich. Ja, tu ihr mal anderes Gras rein hier. Ja, du kannst die Viecher nicht füttern, bis sie umfallen. Macht deine Mama doch auch nicht mit dir, oder? Doch. Friss! Friss! Ich brauche nochmal deine Haut! Friss! Oha. Ja, wo sind hier? Wir sollten schlafen gehen. Nee, nee, ist ja langweilig schlafen. Genau, da passiert auch nichts. Das läuft immer super, wenn wir nicht schlafen. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Eben genau. Ja, dann meist ist man danach tot. Ja, ja. Tin. Oh, Barry. Ich beschrifte nämlich gerade so ein bisschen die Büsche, damit man weiß, was was ist. Okay. Damit das auch schon ordentlich ist. Er weiß, ob wir es mal brauchen, aber. Puh. Bestimmt. Egal. Nun, immerhin habe ich dadurch schon 15 Kupfer gefunden. Aber dann würde ich fast sagen, wir haben es hier. Dann vermehre ich mich auf Kamera nochmal kurz wegen dem Wrath Igniter da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Feed the Beast wieder. Wie? Bis dahin, meine Freunde, macht es gut. Bis dann. Allez, le bleu. Tschüss.